herzlich willkommen hier zurück auf YouTube mit One Piece Pirate Warrior. Wie immer im Live-Let's Play auf Twitch. Und genau, ich habe es letztes Mal ja beendet, weil ich einfach so total die Ace-Manga-Flashbacks hatte und einfach nicht weiter spielen wollte. Kann man das so nennen? Ja, man sieht auch, meine Ränge sind nicht sehr gut. Aber jetzt geht's weiter. Ace ist ja beim letzten Mal, ja, leider verstorben. Aber nun denn, es geht weiter. Ace Wille, eine Gabe an die neue Welt. Oh, Krokodil oder Fischmensch? Ich nehme Chimbel, glaube ich.気を<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> Ich finde seine Mütze immer noch so flauschig. Die sieht so voll flauschig aus. Was Buggy ist denn für Bedingungen für den Sieg? Hilft Buggy, das Zielgebiet zu erreichen. Jesus Maria. Bedingungen Niederlage, Chimbei oder Buggy besiegt. Erste Mission. Verpasse der umstehenden Gruppe Marinesoldaten eine Abreibung. Habe ich eh alles vollständig, aber dann würde ich sagen, leveln wir ein bisschen, hä? War der denn niedrig? Angriff. Na? Oh, ach so, ich habe keine Münzen mehr. Dann machen wir doch das und hier ist auch immer nicht verkehrt. Jetzt kann ich aber nichts mehr machen, ne? Und die zweite Karte habe ich von ihm noch nicht. Okay. Spezialangriff. Da hat er nur, also, da hat er nur die Fähigkeiten. Ja. Ich kann drei auswählen. Dann ich würde sagen Hartnäckigkeit und dem Tod entkommen, Unsterblichkeit, erhöht Verteidigung pro 2 von Abstammungsfaktor, verlängern die Dauer. Okay, Zorn des großen Piraten macht Gegner verwundbarer gegen Statuseffekte, Führung. Das hat alles zwei Riesenkiller. Erhöht Angriff gegen riesige Gegner. Je höher das Fähigkeitenlevel, desto größer die Wertung. Okay. Heldenstärke. Ja, ich glaube, das machen wir mal. So, dann legen wir mal los mit Chimbei. Und da bin ich jetzt gespannt. Oh. Oh Gott. Oh. Wo ist denn eigentlich Buggy? Wo haben wir ihn denn? Ach, da. Warte mal, das testen wir doch mal hier, was so schön ist. Okay. Zack, zack, zack. Okay, hier muss aber, wollte gerade sagen, hier muss aber noch einer rumrennen. Okay, den haben wir. Wo ist Buggy? Da ist Buggy. Wie konnte ich denn noch? Ah.
Stärke der Gruppe. Servus, Mike. Hi. So. Wollen wir doch mal gucken. Schon wieder Kizaru. Verpassete. Was, Kommandanten? Wo ist er denn da? Oh ja. Vielleicht mal in der Nähe von Bucky bleiben, hä? Wo haben wir denn ihn überhaupt doch da hinten? Oh. Was war jetzt? Zack, zack. Falsche Richtung, da lang. Aus dem Weg! Darf ich... Ach, hier ist er. Gut, okay. Die Füße! Da war auch ein ganz schön Bums drauf, der Gute. Na komm hier, zack. Yeah. Zack. Okay, also nicht schlecht. Der hat echt einen ordentlichen Bums drauf, der Kerl. Gefällt mir. Ich glaube, mit dem möchte ich doch öfters kämpfen. So, wo haben wir denn noch einen hier? Zack, zack. Wo ist Bucky? Da hinten. Los, aus dem Weg. So, ihr Lieben, kommt her. Zack. Okay, Pazifisten sind auch da. Komm her. Komm. Okay, Hammer, wo ist jetzt wieder mein... Da hinten. Komm her, komm, komm, komm. Okay. So, komm, lauf. Ja, noch ein bisschen durch die Gegend sliden. So, Pazifist ist aufgetaucht. Wo? Wo ist ein Bucky? Da hinten. Ach, dieser Kerl. Komm, geht weg. Ciao. Pazifista. Ach so, die erholen sich ja wieder da. Oh. So, aber dann machen wir das doch ganz einfach. Zack, zack. Zack, komm hier. Und noch eine drauf. Haben wir ihn auch. Wo ist jetzt wieder? Warte mal, es war hier nicht eine Kiste? Ne, doch, hier. Da. So, mein Freund, komm her. Ah, wo ist er denn jetzt wieder? Bucky, komm her. Oh Gott, Akaino. Oh. Komm her, mein Freund. Ich liebe diese Attacke. Die ist gut. AKI nur eine Abreibung. Alles erledigt. Oh, und hier schönes Schatztruhe. Komm her. Zack, hoch. Okay, so.
Okay. Dass das aber so ewig dauert, bis die Mission erkannt wird als geschafft. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. So, wen haben wir denn jetzt hier Schönes? ロジャーが待ってる男は、まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。決意の盾と、あいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か、全てを背負って世界に挑む者が現れる。 興味はねえが、あの宝を見つけた時世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。 Salabada, Miskotachi. Sindeyagal, tatta mamma. Shirohige Kaizokudan Senchou, Dai Kaizoku, Edward Newgate, 通称 Shirohige. Marineford 頂上決戦にて死亡. さあ、始めるぞ!見せてやるよ、最高のショー。黒ひげが出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。 俺の闇の実の力、そしてあの構え。親父の能力、全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する自信の力。 俺こそが最強だ！ この世界の未来は決まった！ そう！ ここから先は！ 俺の時代だ！ So, mein lieber Blackbeard, gegen uns hast du keine Chance, zack. Entschuldigung, ich soll voll laut sein. Komm her, Blackbeard. Zack, zack, zack. Und nochmal. Okay, der ist jetzt dann doch ein bisschen... Ja. Los. Zack. 2, 3. Okay, gebrochen. Oh, ich hab das gerade mal an. So, jetzt an. Zack, zack. Bäh. Was zum... Ah, das Tier... Man muss schon sagen, also die Kräfte sind schon sehr nice. Ist doch schön.
zack, zack, zack und nochmal zack. Ah. Ja, soll das mir jetzt Angst machen, dass sich das Terrarbild verkleinert oder? Na komm, mein Chimbe, machen, zack, zack. Oh, daneben. Ups. Ja komm, das wäre jetzt doch gelacht, wenn ich den jetzt nicht klein kriege. Oh, Teach. So. Geht doch.誰も俺を止められねえ。全てを壊し飲み込んでやる。海賊という悪を許すな。急げ。麦わらよ、こっち。置いてきなよ。 麦わらのルフィをさ。そこまでだ。それ、コビよだ。もうやめましょうよ。これ以上戦うのやめましょうよ。命がもったいない。数秒無駄にした。正しくもない海兵は海軍にはいらん。 言いたいことを言わない。よくやった、若い海兵。前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、この世界の運命を大きく変えた。なんでここに四皇が。赤髪のシャンクスだ。 この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに。ん？麦わら？お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当かおい。待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い。俺たちが相手をしてやる。 どうだ、ティーチ。いや、黒ひげ。ぜ、やめとこう。まだ時期が早い。全員、この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は。 Also diese Szene war jetzt richtig gut gemacht. Und was mir aufgefallen ist, als Buggy den Hut gefangen hat, man hat gesehen, damals, wo er mit den Messern durchgestochen hat, die Nähte. Das war ein schönes Detail. Hat mir gefallen. Und die Szene so, wow, Gänsehaut. Wow. So, ja, ich weiß, ich spiele immer noch auf einfach. Komm. Bonus von Fähigkeit Sagewäsche des Bruders. Ich muss mal gucken, wie ich die bekomme, die Fähigkeit. Das kann ich mit Akainu spielen. 後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィは半年に苛まれ自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。 何一つ守れねえ。<笑>見かねたジンベイは力ずくでルフィを諭す。ルフィ、失ったものばかり数えるな。<笑>
ないものはない。確認せえ。お前にまだ残っているものは何じゃ。仲間がいるよ。大切な仲間の存在を再確認したルフィは集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとする。そこへ妙ヶ島に訪れたレイリーと遭遇。彼の言葉を受けルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る。私から提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。しばし後、レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわず、ジンベエと共にとある行動を決行する。麦わらのルフィが生きていた？また海軍本部に乗り込んだんだって？一体何が目的でこんなことを？ああ、そうか、わかったぞ。了解。そうか、ルフィ。わかった、わかったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り、各々力をつけた後再集結することを心に誓った。2年後にシャボンディ諸島へ。